2 gemacht gegen den Namen ihrer Sendung und hatten also einen Psychologen und mich als Soziologen und Theologen, 2 Professoren, gegen 2 Pornodarsteller diskutieren lassen. So nach dem Motto, Männer sind gegen Pornografie und Frauen sind dafür. Ja? Und Akademiker sind dagegen und die wirklich eine Ahnung haben, sind dafür. Ja? So fand ich das ja schon mal eine Errungenschaft, dass sie zugegeben haben, dass die meisten, die sich akademisch mit dem Thema beschäftigen, tatsächlich sehr große Gefahren bei der Pornografie sehen. Bitte schön, nicht moralisch sagen, es ist nicht erlaubt, eine Frau oder einen Mann nackt darzustellen, sondern über die Konsequenzen, die Folgen, die das hat, sprechen. Die Sendung hieß, verändert Pornografie unser Verhalten? Und war interessant, die Umfragen, die dann ständig liefen, die Leute, die anrufen konnten, das war für alle vollkommen klar, natürlich tut es das. Wir haben eine Menge Sexpraktiken heute, die wir deswegen haben, weil wir sie im Internet sehen. Nicht unbedingt immer alle verboten, ja? Aber klar, werden wir davon beeinflusst, dass wir sagen, guck mal, das wird da gemacht. Und viele Frauen gehen mit Umfragen an, dass sie irgendwelche merkwürdigen Sachen nicht machen, weil sie sie so toll finden, sondern weil ihr Partner die gesehen hat und die mal ausprobieren will. Und sie sich dann nicht trauen zu sagen, also so eigentlich nicht. So, also ich das ein bisschen komisch, dann haben sie mir erzählt, was ist furchtbar, wie blöd das Zölibat war. Und dann musste ich sie also erstmal aufklären, dass evangelische Pfarrer verheiratet sein dürfen. Also absolut komische Sendung. So. Und dann habe ich gesagt, ich will mal eine ganz einfache Sache sagen. Eine der größten Errungenschaften des Feminismus, habe ich genau das eben gesagt. Ja? Und ich sage, wenn ich mir die Internetpornografie angucke, da ist es nach wie vor das, was die größten Zugriffszahlen haben, sind Darstellungen, wo der sogenannte Vergewaltigungsmythos passiert wird. Also die Frau will nicht, oder ist der Mann also so geschickt oder so toll oder hat so viele Muskeln oder ich weiß nicht was, dass dann, während er über sie herfällt, sie plötzlich dann doch will. Den gibt es in der ganz harmlosen Variante, vom Winde verweht, ja, der endet damit, dass er betrunken über sie herfällt und sie ist dann ganz glücklich, weil sie schwanger geworden ist, ja. Das war 1959, die Hollywood-Version vom Vergewaltigungsmythos. Da habe ich gesagt, und ich möchte erst mal wissen, sind wir uns wenigstens einig, nicht wie wir das machen, aber dass die Darstellung von Vergewaltigung von Frauen im Internet absolut verwerflich und abgeschafft werden soll. Da sagen mir die beiden Damen, nein, da wären sie ganz dagegen. Frauen hätten nun mal diese Fantasien, Vergewaltigungsfantasien, und die müssten sie doch irgendwo ausleben können und irgendwo sehen können. Also sie wollen mir allen Ernstes sagen, die sind so im Internet verbreitet, weil so viele Frauen diese Fantasien haben. Ja, also wie kommt es dann, dass 95% derer, die sich das angucken, Männer sind? Ja, und nicht die dazugehören. So, und das ging den ganzen Abend hin und her. Dann haben die mich also gefragt, wie halten Sie es mit dem Papst? Ich habe gesagt, ich habe wie eine Schallplatte wiederholt. Ich sage, wenn Sie mir nicht zugestehen, dass Vergewaltigungsdarstellung im Internet nichts verloren hat, habe ich mit Ihnen nichts mehr zu bereden. Wenn wir uns da nicht einig sind, brauchen wir über sonst gar nichts erst anfangen zu reden. Und immerhin haben die Zuschauer mir dann am Ende recht gegeben, da gibt es dann nur so eine Abstimmung vorher und hinterher. Und vorher haben also 5% waren auf unserer Seite und am Ende waren es 65%. Ja. So, also